lebendiger Mensch. Ich bin nicht einfach zu handeln. Ich will, dass niemand mich schlägt und sorge für meine Momente. Bleibe alleine am Ende, statt meine Zeit zu verschwenden mit Typen und Dieben, die nur über Scheiße nachdenken. Ich genieße im Moment in meinem mir heiligen Tempel, bis ich den Tiefsinn erkenne und dann verbreite ich ein Lächeln. Aber du spießiges Herz und ja, Mann, du scheinst zu zerbrechen, weil so vieles sich bremst, kannst du es nicht berechnen. Du weißt, die Liebe vermehrt sich beim Teilen und Schenken. Ich hab schon vieles gehört, wollte ein Leiden beenden. Ich sah wieder den Wert und spürte so heilige Hände, die mich liebevoll werten in meinen eigenen vier Wänden. Oft wiederholen sich die Dinge wie ein einfaches Sample. Oh, ich mache Musik, um mir reinen Wein einzuschenken. Ich setz mich auf den Boden, kann meine Beine verschrecken. Du bist nie allein, doch du stirbst alleine am Ende. Ist ein Akku auf dem Tiefstand und du denkst, dass niemand mehr helfen kann, so wie ein Ventil und dann lass es raus, ja. Sei kreativ und dann lass es raus, ja. Ein Therapie vor. Drauf bin ich nah am Wasser gebaut, wie ein venedisches Haus. Doch gibt's Momente, wo ich denke, eine Träne will raus. Ich schäme mich auch, kleiner Scherz, ich nehme es in Kauf. Bewaffern um, steck ich im Sumpf, Mann, ich mir Wege daraus. Steh wieder auf, wenn ich fall, nein, man zählt mich nicht aus. Ich hab stets ein Auge drauf, so wie die Federn des Faust. Das Schicksal traf schon x-mal mit seiner stählernen Faust. Doch nicht mal Ali wich den Haken und harten Schlägen nicht aus. Kein Zähnenapplaus, du spürst die Leere des Raums, wenn du dir geistig in der Regel die Fingernägel abkaust. Sich zu ducken ist ein Fehler und halt weniger schlau. Das ist so schädlich wie Rauch für eine Lady mit Baby im Bauch. Pack's in Reime und beschreibe dieses Thema genau. Jeder hat Nebensaufkollegen auch Probleme zuhauf. Im Leben kommt es eben zu erheblichen seelischen Staus, bis es heißt, alles nimmt wieder seinen geregelten Lauf. Ist dein Akku auf dem Tiefstand und du denkst, dass niemand mehr helfen kann, so wie ein Ventil und dann lass es raus, ja. Sei kreativ und dann lass es raus, ja. Ein Therapie vor dann, wenn du hin und wieder denkst, alles wird mir zu viel im Anfang an. Werd einfach aktiv und dann lass es raus, ja. Egal wie und wann, lass es raus, ja. Ich leg es niemals drauf an. Zu werden brauchst du im Grunde genommen nicht viel auf Erden. Such dir ein Ventil, leg die Waffe weg, so muss niemand sterben. Das Leben hat schöne Seiten, so viele Möglichkeiten. Finde dein Talent, wenn es sein muss, geh draußen Vögel zeichnen. Und wenn du mal wieder tief in der Scheiße sitzt und eigentlich alles behindert ist, dann verzweifle nicht. Du willst mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn sie aus Eisen ist. Finde erstmal dein Gleichgewicht, dann folgt der Geist des Blitz. Es ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Sobald du aus dir herausgehst und den Ärger bekämpfst, geht es dir besser, du fühlst dich stärker, nicht schwächer, lass sie haten und reden. Aber jeder Vers ist ein Treffer, deshalb machen sie Lärm. Lass dich von dem Gelaber nicht stören. Schrei zum Himmel, sodass dein verstorbener Vater dich hört. Bevor du wahnsinnig wirst, nimm dir lieber Zettel und Stift, bring deine Aggression zu Papier, denn vielleicht rettet es dich. Licious, licious, licious. Come on, come on. Lass es raus.